In meiner jahrelangen Recherche in allen Lusthäusern dieser Welt habe ich ein Produkt entwickelt, das Herzen wieder glühen lässt. Selbstvermesserspiele sind durch mobile Rechner und Smartphones sehr benutzerfreundlich. Auf Online-Portalen wie Nike Plus oder Fitbit werden die laufenden Zahlen sofort durch den Analyse-Fleischwolf gekurbelt. Früher waren datenmäßig sozial isoliert, heute sind sie salonfähig geworden. Ich hab keinen Bock mehr. Deshalb haben wir dieses Produkt entworfen. Für nur 500 Euro und einen Teil Ihrer Seele bekommen Sie dieses Messer, das Ihnen pervers schmerzhafte Elektroschocks zufügt, wenn Sie nicht fein genug schneiden. Das Stifte-Chaos machte sich in Ihrer überteuerten Zwei-Zimmer-Wohnung breit. Aber einfach so in die Tonne ist ja irgendwie nicht umweltfreundlich. Also suchte Henriette im Internet nach Hilfe. Dort stieß sie auf TerraCycle. Omi, hallo. But you'll have to do the bulk of the work. This is your show, not mine. So sieht also die Revolution aus. Fahren, laufen, schießen. Mit Evoland pflügen sich die Pixelmacher dieses Mal durch die Weiten der Metaebene. Für Solitär 5 Punkte, Porno 10 Punkte. Ah, und Kunst. Natürlich, für Kunst gibt es auch Punkte. Also ich war früher mal der Spieler schlechthin, habe mir viel Zeit dafür genommen und habe mit meinem Nachbarn zusammen stundenlang gezockt. Oder meine erste Idee, als ich dieses Thema gehört hatte, war der Gameboy. Mit dem habe ich als erstes angefangen zu spielen, halt so, als ich damals noch ein bisschen jünger war. Als Anfang Februar ihr Debütalbum in Deutschland herauskam, da war sie schon längst ein Star. Mehr als 50 Millionen Mal war ihr Song Crystallize auf YouTube angeklickt worden. Demnächst geht die elfenhafte Geigerin Lindsay Stirling auch in Deutschland auf Tournee.